Aber ich möchte gerne noch mal ein bisschen langweiligere Bilder, oh, ein bisschen langweiligere Bilder dazu bringen. Nämlich dieses hier. Wir hatten von einem vorigen Video, kennt ihr vielleicht noch dieses Bild hier mit dem Set, mit dem Blockframe, Tag, Cacheblock und so weiter. Steht sogar noch Hallo drinne. Gut, wie kann man sich das jetzt vorstellen an dem Regal? Du gehst jeden Tag in deinen Supermarkt und weißt genau, okay, sagen wir nein, du bist das erste Mal in deinem Supermarkt und hast überhaupt keine Ahnung, wo die Schokolade steht. Das heißt, du musst ja jede scheiß Schokolade hier durchgucken. Okay, solche Wörter sollte man nicht sagen. Gut, dann könnte es diese Schokolade sein. Guckst du dir das Cover an? Nee, es sieht aber gar nicht so aus. Guckst du dir diese Schokolade an? Nee, es sieht gar nicht so aus. Musst du alle durchgucken. Und das entspricht im Grunde hier, wenn ich dieses Tag angucken muss und dieses Tag angucken muss und dieses Tag angucken muss und dieses Tag. Also das dauert alles relativ lange, bis man die alle durch hat. So, nehmen wir aber jetzt mal an, du wüsstest, okay, das hier, das ist die Schokolade, die du haben willst. Jedes Mal, immer wieder. Also, was machst du? Du merkst dir einfach die Position von dieser Schokolade. Dann brauchst du nämlich diesen ganzen Schmodder mit alles durchgucken gar nicht mehr machen. Du weißt also, gut, die Schokolade steht hier. Und das entspricht im Grunde dieser Assoziation hier mit ein Blockframe in einem Cache. Wir können nämlich mal sagen, ein Blockframe ist eine Schoki. Wir nennen es einfach Schoki, ist nämlich kürzer. Das heißt, ich merke mir, okay, ich bin jetzt hier, gehe jetzt zwei nach rechts und eins nach unten und dann ist das immer genau meine Schokolade, die zeigt genau auf die Schokolade, die ich haben will. Blöd ist jetzt, wenn die Schokolade vertauscht wird. Dazu mache ich das nochmal weg hier. Ach, das geht natürlich nicht. So, nehmen wir an, der blöde Verkäufer würde jetzt diese hier und diese hier vertauschen. Da komme ich nächstes Mal in meinen Supermarkt, gucke hier rein, denke, oh Scheiße, wo ist denn die? Ist ja gar nicht da. So, ich habe es gerade mal alles weggemacht. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir gucken also immer an dieser Stelle nach unserer Schokolade. Jetzt kommt aber der blöde Verkäufer und tut die Schokolade gar nicht da rein, sondern beim nächsten Mal tut er eine andere da rein. Sagen wir eine mit Rosinen. So, das heißt, wir gucken also da und dann ist da nicht unsere gewünschte Schokolade drin. Was machen wir also? Wir müssen zur Verkäuferin und sagen, hier, da ist jetzt eine Schokolade mit Rosinen, wir wollen aber die mit Nuss haben. Also kommt der Verkäufer und packt da eine mit Nuss rein. Blöd ist natürlich, wenn danach ein Käufer kommt und sagt, ich will aber jetzt an diesem Stück hier welche mit Rosinen haben. Und dann ist der Verkäufer ja ständig am Wechseln. Das nennt man übrigens dann Thrashing beim Cash. Das bedeutet, wenn im Grunde hier an derselben Position, an demselben Set, weil das zeigt ja da drauf, an derselben Position immer wieder was vertauscht wird. Vertauscht wird. Gut, was wäre jetzt die Lösung von dem Ganzen? Wir könnten irgendwie hier was verändern von der Adressierung her. Dazu mache ich das nochmal hier alles weg, auch mit den Rosinen. So, 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 so. Jetzt könnt ihr ja der Verkäufer sagen, okay, da gibt es einen, der will immer Rosinen und einen, der will immer Nuss haben. Dann teilen wir das einfach in was Größeres hier. Wir teilen das so. Und er sagt uns dann, entweder links stehen die Rosinen oder rechts stehen die Rosinen. Und entweder links steht der Nuss und entweder rechts steht der Nuss. Und genauso macht er das einfach überall hier. Der macht immer so zwei Blöcke da rein. Und das nennt man dann übrigens Two-Way-Set-Associative. Deswegen habe ich das hier mal kurz umgeformt. Und das bedeutet im Grunde nur, dass beides hier drinne sein kann. Aber wir müssen trotzdem noch gucken, ist jetzt rechts unsere Nuss oder links unsere Nuss. Das heißt, das müssen wir immer noch überlegen. Aber im Vergleich zum Anfang, wo wir hingegangen sind und alles überprüfen mussten, sind wir natürlich jetzt viel besser. Wir müssen nämlich jetzt gucken, ja, es kann nur eins von den beiden sein. Blöd ist natürlich jetzt, wenn nochmal ein dritter Kunde kommt und der will, keine Ahnung, was mit Orangen haben oder Chili oder sowas. Gut, wo die Analogie ein bisschen hängt, ist jetzt, ich gehe nicht in den Supermarkt und kaufe mir hier nur ein so ein Schokoladenstückchen raus, was ja im Grunde entsprechen würde diesem einen Byte. Aber, naja, irgendwo hängt es ja immer.